Unsere Prozesse hier für uns sind sehr wichtig. Es geht zum einen darum, dass wir hier verstehen können, was beim Zusammenbau unseres Roboters funktioniert und wo Herausforderungen auftreten. Zum anderen wollen wir auch den Kunden nachher mit unseren Prozessen zeigen können, dass unser Roboter einer bestimmten Qualität entspricht. Vorher war unser Prozess, dass wir verschiedene Word-Dokumente hatten, um immer den einzelnen Arbeitsschritt abbilden zu können. Das heißt, es gab eine Vielzahl an Dokumenten, die iterativ natürlich irgendwo behandelt werden müssen. Und es war schwierig, die Übersicht zu behalten, auch in der Übersetzung dann natürlich, weil es immer wieder Iterationen gab, die übersetzt werden mussten. Wir hatten außerdem das Problem, dass nichts automatisiert wird bei diesem Prozess. Das heißt, Teilenummern oder die Bauteilliste werden nicht automatisch mit den Word-Dokumenten aktualisiert. Und es war nicht möglich, für den Mitarbeiter in China Rückmeldungen in dieses Dokument mit einarbeiten zu können. Wenn ein Werker einen Fehler erkannt, dann war es so, dass er mit den chinesischen Entwicklern gesprochen hat. Nach 2 bis 3 Iterationen, das heißt circa nach einer Arbeitswoche, hat uns die Information dann in Deutschland erreicht. Mit CU Pleno ist es jetzt möglich, dass der Werker den Fehler direkt in der Software notiert und wir in Echtzeit eine Rückmeldung bekommen.